Hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbelsmann und Deko-Ideen. Heute, jetzt muss ich mal einmal gucken hier, bevor ich euch noch was erzähle. Heute habe ich zwei Dekos im Glas vor. Und zwar dieses brauche ich. Das möchte ich dekorieren in meinem Wohnzimmer. Und das ist eine Zusatzsache, die bleibt hier im Flur. Ich habe mir noch ausgesucht dazu, also erstmal war ich ja im Wald spazieren. Da habe ich mir hier ein bisschen was abgeschnitten, so wilde Möhre und auch dieses Zeug. Habe eine Kerze, die ist schon angebrannt, habe eine Sukkulente, aber die ist künstlich. Und habe hier noch einen Kerzenständer, den ich da reinhängen kann, mir ausgesucht. Dann habe ich hier drin jetzt ein bisschen Kies und ein paar Steine. Das ist schon drin vom letzten Jahr. Und das sind so ganz schöne Steine. Guck mal, so schöne glänzende. Und ja, so flache. Also das sieht ganz schön aus. Und so ein bisschen so dieser weiße Kies. Weiße kleine Steine. Muscheln hätte ich auch noch reintun können, aber das mache ich bei einer anderen Deko nachher. Und dazu habe ich noch, das muss ich jetzt mal hochholen, mein Wasser. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil jetzt hierfür. Wasser mache ich jetzt rein, aber nur hier unten in das untere Teil. Und ich stelle mir das jetzt erstmal wieder weg, weil, wie ich mich kenne, tüpfelig wie ich bin, liegt das nämlich sonst gleich unten. So. Jetzt habe ich mir gedacht, dass dieses mal so ein bisschen minimalistisch sein soll. Ich habe mir aus Italien zwei Fische mitgebracht. Die waren da in einem... Also Keramikfische, die waren in einem Blumenladen und das fand ich da so schön, habe ich da abgeguckt ein bisschen und das wollte ich jetzt hier ähnlich gestalten. Ich habe nun, wie gesagt, das große Glas mir vorgesucht und werde jetzt, ja, das ist zu groß, werde da jetzt ein bisschen rein dekorieren und zwar wirklich wenig. Ich mache das mal hier ab. Kann ich auch mal abschneiden. Habt ihr denn eigentlich den großen Regen jetzt schon hinter euch? Bei uns fängt das heute an. Also das sieht ganz duster aus draußen, nachdem wir gestern und vorgestern noch so schön hatten. Ich war gestern in Wissenbrook heißt es, glaube ich, auf so einem Frühlingszauber, so einer Gartenausstellung. Da habe ich auch ganz viele schöne Sachen gesehen. Also ja, aber auf der anderen Seite, man entwickelt sich selber ja auch und hat dann immer ein bisschen andere Vorstellungen noch. Aber Anregungen braucht man ja immer. Und das bei so schönem Wetter da zu laufen. Allerdings war es so überlaufen, dass man konnte nirgends was trinken oder essen und das war alles so voll. Das ist natürlich der Nachteil dabei wieder. So, ich wollte jetzt ganz einfach mal gucken. So, und jetzt muss ich mal sehen, wo ich denn diesen Halter reinmache. Ich glaube so. Den hängt man einfach so an. Dann habe ich hier meine schwarze Kerze, also anthrazitfarbig ist sie. Die habe ich, das mache ich jetzt mal ab, das ist ja Werbung. Das wollen wir ja nicht. Und die habe ich ja schon mal angebrannt. Aber wie das bei mir so ist mit echten Kerzen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ich mache sie dann einmal an und dann nie wieder, weil ich habe immer Angst, dass ich weggehe oder die vergesse. Man wird ja natürlich im Alter. Ne? So,
Die muss jetzt auch schwarz sein bei mir. Ansonsten würde ich auch eine grüne sehr schön finden da drin oder ein richtig leuchtendes Orange oder so. Wäre ja auch mal toll. So, jetzt will ich mal gucken, dass ich hier eine so eine wilde Möhre reinkriege. Oder machte ich auch unten das ab? Und hängen die da noch rein. Die ist ein bisschen schlapp schon, aber und habe hier noch so Gräser. Da kommen aber auch nur ein oder zwei rein. Mehr möchte ich da gar nicht rein haben. Das steht auch so ein bisschen. So, guckt mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier unten noch mal einmal so ein reinmische. Das wäre auch ganz schön. Das wäre jetzt schon mal meine Deko, wenn sie dann nach vorne gucken würde. Das stört mich jetzt ein bisschen, dass das alles so zur Seite guckt. Also das wird sicher hier gleich geben. Aber das, mal sehen, ob das andere. Guck mal, das ist, glaube ich, gerade. Ne? So ist das. Das mache ich jetzt hier ab. Das sind so die kleinen Sachen, die mich dann total nerven. Die müssen dann anders sein. Also wieder raus mit diesem Ding. Das kommt in die andere Deko dann. Und ich hoffe, dass das jetzt. Ja. Das guckt ein bisschen mehr nach vorne. Kann ich mir jedenfalls jetzt so einbilden. So, die wilde Möhre muss ich jetzt ein bisschen erholen. Das kann ich nochmal nach unten tun. Und vielleicht. Wie gesagt, das wäre jetzt meine eine Deko schon. Die zeige ich euch aber nachher, wo ich sie hin tue. Jetzt habe ich ja noch mein anderes Teil. Dieses. Da habe ich mir gedacht, das erstmal runter. Ich glaube, das brauche ich später erst, wenn überhaupt, oder für etwas anderes. Eigentlich ärgert es mich immer, wenn ich zu viel abschneide. Das soll dann doch da lieber alles am Wegesrand bleiben, kann sich jeder darüber freuen, anstatt dass man da so viel mal abmacht und der nächste hat nichts mehr. Aber hier möchte ich jetzt nur, das ist noch nicht ganz so schön, weil die sind noch nicht so ganz so aufgeblüht. Ich mache noch mal Wasser rein. Bisschen später sind die natürlich. Wenn die richtig aufgeblüht sind, sind die viel schöner. Aber sind sie ja nun mal noch nicht. Jedenfalls meine noch nicht hier. Guck mal, die mache ich jetzt hier alle ab. Mach die da rein. So, und da ich noch nicht so viel von habe, mache ich mir jetzt auch einfach hiervon ein bisschen rein. Hätte ich mir eigentlich nicht so vorgestellt, aber man muss ja erfinderisch sein.
das wollte ich gerne. Schön voll weiß. Da soll eigentlich das, der Hauptstück sollte jetzt hier unten sein. Ich gucke nochmal. Das wird doch schön. Hätte ich gar nicht so gedacht. So. So. Hier habe ich mir jetzt gedacht, ich wollte einfach nur die Sukkulente draufsetzen. Das muss ich dann nachher gleich noch mal ein bisschen abwischen. Das wird eingestaubt von diesem Blütenstaub. Aber man kann natürlich auch jetzt eine Kerze draufsetzen. Wäre auch sehr schön. Vielleicht ist das sogar schöner. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich noch eine Kerze finde. Vielleicht könnte man auch einen kleinen Kranz drum machen. Habe ich jetzt aber gerade nicht hier. Hätte ich doch hier. Ich muss das mal abschneiden. Oder abbinden. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja? Guck mal. Das ist das Schöne, wenn man hier doch alles rumliegen hat. So einen kleinen Kranz drum. Eine Kerze drauf. Vielleicht ein bisschen größeren Kranz noch. Oder aber so. Ich lasse es jetzt erstmal so. Das gleiche könnt ihr natürlich mit, also jeder hat ja nicht so eine Vase, die habe ich ja mal auf dem Flohmarkt gefunden. Oder beim Trödler, glaube ich. Man kann natürlich auch eine bauchige oder überhaupt eine Glasvase nehmen und das mal reinmachen und eine größere Kerze eben oben drauf stellen. Und schon ist die Deko fertig. Ne? Ich finde, das sieht doch sehr schön aus so. Ja, das sind meine zwei Deko-Teile. Mal ein bisschen anders, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Ich stelle das jetzt dahin, wo es hingehört und werde euch jetzt Fotos hinten dranhängen. Ja, und das war für heute schon mal alles. Wir kriegen nachher noch Besuch. Ich muss noch mal einen Tisch decken. Vielleicht filme ich das auch noch mal, weil das wollte ich jetzt auch ein bisschen netter wie sonst machen, weil das jemand ist, der das auch wirklich zu würdigen weiß, wenn man da so ein bisschen mehr Schickimicki macht. Manche Leute mögen das ja gar nicht so gerne, weil sie sich dann immer unter Druck fühlen. Ich habe das letztens wieder gehabt, dass jemand sagte, oh Mann, wenn man bei dir war zum Kaffee trinken, dann macht man gar nicht mehr einladen, weil ich mache ja sowas nicht. Ja, musst du auch nicht jeder. Ich habe einfach Spaß dran, das manchmal sehr üppig zu machen, manchmal auch nicht. Und ja, kann doch jeder machen, wie er will. Also ich gehe da hin und freue mich über ein Stück Kuchen. Ob die Deko drauf haben, das freut mich natürlich, weil man manchmal was angucken kann. Aber wenn keine ist, sind die Leute doch genauso nett. Ich weiß gar nicht, welche Probleme manche immer haben. Aber das kennt ihr sicherlich auch, dass irgendwo immer so, ja. Jedenfalls stelle ich das jetzt hin und freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch machen würdet, wenn ihr es so schön findet. Wenn nicht, guckt einfach beim nächsten Mal rein. Wer mich noch nicht abonniert hat, vielleicht ein kleines Abo da lassen. Ihr wisst, das kostet nichts. Allerdings habt ihr dann den Nachteil, ihr kriegt immer Bescheid, wann ich wieder sammel. Naja, bis dahin, eure Bärbel. Tschüss. So, und das ist jetzt meine Deko. Ich gehe mal jetzt ein bisschen dichter dran. Ihr seht mich jetzt vielleicht im Spiegel, aber das kann ich jetzt nicht ändern. So.
Dann habe ich dazu meine beiden schönen Fische, wie ich finde, schöne Fische. Das Zusammenspielen habe ich mir jetzt so vorgestellt. Ich habe hier eine schwarze Lampe, habe die grünen Fische, habe jetzt die weiße Deko passend zur Wand, das Wasser passend zu den Fischen, habe das ein bisschen minimalistisch gemacht, weil das hier ja auch so ein bisschen ja, schlichter ist. Habe hier einmal die schwarzen Kerzen. Und einmal die grüne Kerzen in der Laterne, die sich immer selber anstellen. Das andere sind ja Kerzen, die ich anzünden muss. Und die mit Timer, ja, da habe ich dann abends einfach immer Licht. Ja, das ist jetzt so das Ganze auf dieser Anrichte. Und ich glaube, das passt doch ganz gut, oder? So, und das andere Teil steht jetzt hier. Das ist ja hier im Flur. Und denke mal, das macht sich da auch ganz gut. Ja, wenn es euch gefällt. Würde ich mich freuen. Also, vielleicht ein paar Deko-Ideen für euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wünsche euch Sonne, nicht so viel Regen, nur in der Nacht natürlich. Und bis dann, eure Bärbel. Tschüss.